Alter, was geht ab, Leute? Heute pushe ich meinen Lavados auf Max. Das habe ich gestern gefangen beim Lavados Day. Checkt das Video nochmal ab. War wie immer ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. Gute Ausbeute zeige ich euch gleich auch noch. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Wie war euer Lavados Day? Wie war eure Ausbeute? Ich habe gemacht, drei nicht. Also zwei sind mir geflohen und bei einem ging es nicht. Das heißt, drei müsst ihr dazu rechnen zu diesen 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, also 20 Raids haben wir gemacht. Wie gesagt, zwei nicht gefangen und einer, ja, da hatte ich einen Fehler. Vielleicht kann ich da den Pass zurückfordern. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist mein Bestes ein 98er. Hat es der 98er mit 14 Angriff. Jetzt zeige ich mal die Bewertung. KP und Defense 15. Dementsprechend Attack nur 14. 1870 war ja 100. Der letzte Raid bei uns, der hatte sogar Wetterbonus. Das ist 23 irgendwas und 100er. Aber ansonsten kein Wetterbonus den ganzen Tag über. Er hatte davor schon relativ viele Bonbons und jetzt dadurch bei weitem mehr als genug. Ich sag mal, wir powern den direkt ab. Manche haben mich gefragt, zwecks der Attacke. Also noch lasse ich es einfach so. Aber wenn ich da mal einen Feuerangreifer brauche, werde ich den vielleicht ändern. Wobei, eigentlich kann ich das jetzt schon machen. Ich brauche Sky Attack eigentlich echt gar nicht. Obwohl, nee. Lassen wir es einfach noch. Ich habe für Lavados momentan keine Verwendung. Ich will einfach nur auf Max sehen. Weil das sind dann, nachdem fehlen mir nicht mehr viele Legendäre. Ich habe noch einen 96er Suikun, der wäre bereit. Aber ich denke, demnächst kommt irgendwas mit den Hunden. Und dann würde mir fehlen noch ein Latias. Da habe ich nur einen 93er, 96 ist geflohen. Nicht gepusht und Regi Eis. Da habe ich auch einen 93er, 96er auch geflohen. Was schade ist, weil wären die beiden nicht geflohen, dann hätte ich die schon gemaxt. Und dann natürlich der aktuelle, der Regi Rock. Da habe ich einfach noch gar keinen guten gesehen. Aber da habe ich auch noch um die 10 Tage Zeit. Hoffe da natürlich auch 96 plus, weil das ist so die Grenze bei mir bei Legendären. 96 Minimum. Von den Vögeln jetzt, die Days waren ganz gut. Gute Ausbeute. Davor hatte ich keinen guten. Weder von Arctos noch Zapdos noch Lavados. Arctos Day 2,98er gefangen. Und zwar die guten mit Attack 15. Zapdos Day 1,96er, Attack 15. Und jetzt Lavados Day 1,98er, Attack 14. Also eigentlich schon solide Ausbeute. Vor allem muss man bedenken, dass ich an den Tagen gar nicht so viele Raids mache, zwischen 15 und 20. Und da dann jeweils ein 96er Plus ist schon ziemlich gut, bei der geringen Menge. Weil ich mache ja zum Beispiel von den Regigox im Monat, solange die da sind, wahrscheinlich so 40 ungefähr im Schnitt. Freier Raid Pass und dann hier und da mal ein Doppelraid oder so. Und von den 40, wobei, Regi Eis hatte ich einen 96er, der ist geflohen und Regigox. Okay, Regigox noch nicht, wie gesagt, da habe ich ja noch, noch Zeit und Tage. Und Registeel hatte ich eigentlich auch. 98er Attack 14. Also eigentlich widerspreche ich mir selber, weil ich wollte sagen, bei der geringen Menge ist es eigentlich nicht so wahrscheinlich, dass man einen 96er Plus bekommt. Aber bei den Regis habe ich da auch relativ gute. Zumindest gesehen, bei Regi Eis halt nicht gefangen, aber ja auch, okay. Das heißt ja, an sich sollte man schon mit einem 96er Plus rechnen. So. Also viel Wirrwarr habe ich gerade gelabert und mich eigentlich nur widersprochen. Mein Punkt war eigentlich, dass bei so wenigen Raids es eigentlich nicht wahrscheinlich ist, direkt einen 96er Plus zu fangen. Aber ich habe es bei allen drei gemacht und bei den Regis eigentlich auch. Und bei den Raubkatzen eigentlich auch. Also entweder läuft es bei mir ganz gut oder man sollte schon damit rechnen, dass so in 20 Raids ein 96er mit dabei ist. 96 aufwärts. Wobei, naja, egal. Bildet euch eure eigene Meinung, wie viele Raids man machen muss, um da mindestens einen guten zu haben. Ist natürlich alles Glückssache. Es kann auch sein, dass man 100 Raids macht und da keinen einzigen über 90 sieht. Ist jetzt einfach nur so meine Ausbeute. Es ist noch früh, ich laber ein bisschen viel Wirrwarr. Während des Pushens, ihr wisst, die Zeit vergeht so langsam. Man muss so lange pushen. Ich versuche hier einfach nur die Leere zu füllen für euch. Auch wenn hier ein bisschen dummes Gelaber jetzt rauskommt.
Aber wie gesagt, checkt das Video ab, das war gut. War ein lustiger Tag mit den Jungs. Relativ gute Ausbeute. Wir waren zu Fuß unterwegs, haben 20 Raids gemacht, also. Und das gechillt. Hatte noch ein paar andere Accounts mit dabei. Für Leute, die keine Zeit hatten, habe ich das mal übernommen. War recht chaotisch, aber wie gesagt, gechillt, 20 Raids gemacht. Am Ende sogar noch Philipp getroffen. Der war mit Fahrrad unterwegs, hat zwischen 40 und 50 irgendwas gemacht. Also unter 50, über 40. Schon nicht schlecht. 98er leider geflogen bei ihm. So. 3260. 3260. Schöne glatte Zahl, gefällt mir. 8. 9. München, Bayern. Ja, ich kann euch mal zeigen. Moment. Legendary. Ich zeige euch einfach mal alle meine gemaxten. Dann gehen wir hier auf Combat Power. Golden check. Kyogre check. Mewtwo natürlich check. Ho-Oh. Latias. Rayquaza. Lugia. Entei. Raikou. Zapdos. Jetzt Lavados. Arctos. Und das war's, ja. Das heißt, wie gesagt, mir fehlen. Ah ja, Registier. Der ist so schlecht, der ist einfach da unten, obwohl er Max ist. Okay. Das heißt, es fehlen Regigok, wie gesagt. Hoffe noch die letzten paar Tage auf einen guten. Und dann Latias. 1917, mein Bester. Regieis. Und das war's. Ah ja, nee, nee, nee. Hier unten. Suicune. Dann habe ich mein Ziel erstmal erreicht. Mal schauen, was danach kommt. Nach Regigok. Die meisten meinen Groudon Shiny. Und ich glaube auch, weil an sich von der Liste, vom Pokédex her, können wir auch mal kurz schauen, gibt es eigentlich keine Legendären mehr. Das heißt, entweder irgendwas wird nochmal recycelt und kommt nochmal. Oder, ja, es kommt Gen 4. Was ich aber bezweifle, dementsprechend, glaube ich, kommt auf jeden Fall irgendwas Altes wieder. Weil hier, ja, das war's von mir. Lavados auf Max gepusht. Kleines Video heute. Checkt auf jeden Fall das Video von gestern nochmal ab. Das war das große Highlight. Und natürlich eure Ausbeute und in die Kommentare. Habt ihr schon Lavados auf Max gepusht? Und behaltet ihr die Attacke Himmelsfeger oder wechselt ihr die? Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ah ja, auf jeden Fall auf Instagram, Twitter und Facebook heute vorbeischauen, weil morgen kommt der Ultra-Bonus. Und heute frage ich mal in die Runde, was ihr glaubt, was der Ultra-Bonus sein wird. Und ja, die besten Antworten, die besten Ideen packe ich heute ins Video. Nee, morgen ins Video. Also packe ich heute ins Video und das Video kommt dann morgen. Kurz vor dem Ultra-Bonus. Also morgen auch noch ein Livestream. Live, wenn der Ultra-Bonus kommt, sind wir am Start. Also schaut da auch vorbei. Ja, und das war's. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.